Es war nichts zu machen. Er wollte das und damit ist er rumgelaufen. Sehr ausgefallen. Er war ruhig, ernst, aber sehr willensstark schon. Jedes Mal war es ein anderer Zielwunsch, Fotografie, Briefmarken, Ägypten. Er hat da Wissen, ja, dann fing er an, Hieroglyphen auswendig zu lernen. Und dann war er wieder abends in meiner Sternwarte, kriegte ein Fernrohr. Wir marschierten alle auf den Hof und guckten die Sterne an, froren und zogen wieder rein. Ja, das war, als er noch hier war. Das Verhältnis ist natürlich entspannter jetzt als vor 30 Jahren. Ich bin tatsächlich mit 17, 18 von zu Hause weggegangen. Und der Ablösungsprozess war also schon lange vorher im Gange. Ich habe mir schon mit Beginn der Pubertät immer weniger sagen lassen. Und irgendwann